Mein Name ist Katharina Drawitz, ich bin auch schon vorgestellt worden, ich bedanke mich. Wie gesagt, in meiner Bachelorarbeit ist es um den Schmerz im kulturellen Kontext gegangen. Und zum Hintergrund, ich habe mir einfach die Frage gestellt, was ist Schmerz überhaupt, was ist Kultur überhaupt? Und so, ich habe bemerkt, dass Schmerz einfach extrem einschränkend ist. Es schränkt in allen Lebenssituationen ein, sei es im Arbeitsalltag, sei es im privaten Alltag oder sei es auch in der Lebensqualität. Er ist als subjektives Phänomen einfach extrem schwer festzumachen. Gerade als Pflegeperson versucht man das dann irgendwie zum Beispiel mit Smiley-Skalen oder mit Zahlen-Skalen, das irgendwie zu objektivieren und irgendwie so greifbar zu machen. Aber es ist halt immer sehr schwer, was ist der Sima-Schmerz für einen Patienten? Und zusätzlich ist es eben auch noch sehr soziokulturell geprägt. Ich bin auch soziokulturell geprägt. Ich spreche trotzdem anders als jemand, der fast genauso aufgewachsen ist wie ich. Demnach ist es einfach extrem schwer, Schmerz einfach irgendwie festzumachen. Und es ist vielleicht auch okay, dass man es einfach nicht genau festmachen kann. Warum ist jetzt eigentlich Kultur so ein wichtiger Begriff auch gewesen? Wir haben immer noch ein Bevölkerungswachstum in Österreich. Das ist aber nicht, weil wir einen Geburtenüberschuss haben, sondern weil wir Wanderungsgewinne haben. Das heißt, dass wir Personen von überall nach Österreich bekommen, die ganz viele verschiedene Ansichten, Religionen, Ethnien einfach mitbringen, und wir als Pflegepersonen müssen dann einfach damit umgehen. Das ist nicht wertend, sondern einfach, dass wir einfach uns bewusst sein müssen, dass wir als Pflegepersonen ja auch was mitbringen. Und zusätzlich sind wir auch gesetzlich dazu verpflichtet, bei der Schmerztherapie und bei derer Anpassung mitzuwirken. Genau, das war jetzt der gesetzliche Rahmen. Und über meine ganze Arbeit habe ich einfach versucht, irgendwie einen möglichst kultursensiblen Umgang irgendwie zu schaffen. Ich hoffe, es ist mir irgendwie gelungen. Wenn nicht, bin ich total für Kritik irgendwie offen. Also wenn irgendwer was zu sagen hat, bitte gerne. Genau, ich habe einfach versucht, ganz offen in die Studien irgendwie reinzugehen und auch mich von mir selber irgendwie so frei zu machen und mich nicht irgendwie beeinflussen zu lassen, nur weil irgendwie ich mir das so vorgestellt habe, sondern einfach das aufzunehmen, was ich mir dann in meinem qualitativen Forschungsansatz einfach geben lasse von meinen Studien. Jetzt kommen wir dann auch schon zu meiner Forschungsfrage. Meine Forschungsfrage war dann: Wie drücken Menschen aus unterschiedlichen Kulturen Schmerz aus und wie bewältigen sie ihn? Dieses "wie bewältigen sie ihn", das war mir irgendwie, ist mir erst in der Vorrecherche bewusst geworden, dass das irgendwie einen riesengroßen Einfluss auch auf den Ausdruck hat, weil wenn Personen irgendwie sich schon bewusst sind, wie sie irgendwie damit umgehen, dann drücken sie den irgendwie ganz anders aus. Deshalb habe ich den dann als zweiten Part auch in meine Forschungsfrage mit reingenommen. Jetzt kommen wir kurz zum trockenen Part der Bachelorarbeit, nämlich der Methode. Ich habe eine systematische Literaturrecherche nach Nordhausen und Hirt durchgeführt, habe dann anhand des Spider-Schemas mir einen Suchstrang gebaut und habe dann eben in den Datenbanken PubMed, PubSych, CINAHL und Cochrane eben meinen Suchstrang angewendet und meine ganzen Studien dann gefunden oder halt erst gesucht und dann gefunden. Zusätzlich habe ich dann auch noch eine Handsuche auf Google Scholar durchgeführt und eben in den Referenzenlisten auch noch. Zur Bewertung habe ich dann noch das CASP-Tool verwendet. Genau, und ich hatte einen sehr breiten Suchstrang, deshalb hatte ich dann auch sehr viele Ergebnisse, nämlich über 1900. Habe mir dann mit meinen Aus- und Einschlusskriterien ganz viele exkludiert und im Endeffekt sind dann 12 übergeblieben, die ich dann eben inkludiert habe und einfach mich näher damit beschäftigt habe. Das Schöne an einem qualitativen Forschungsansatz ist, dass Personen sehr individuell einfach zu Wort kommen dürfen. Das hat Vor- und Nachteile, weil man sich manchmal ein bisschen schwer tut, so Überthemen zu finden. Ich habe dann trotzdem so versucht, in 5 Überthemen so die Themen der verschiedenen Studien irgendwie zusammenzufassen. Und der erste Punkt war dann die Beeinflussung des Schmerzausdruckes. Es waren einige der Studienteilnehmenden in verschiedenen Studien der Meinung, dass Personen, die schwer arbeiten, auch
Schmerzen haben. Also dass das für sie normal ist, dass eine Person, die am Bau arbeitet, Rückenschmerzen hat. Und dass das für sie einfach eine gegebene Sache ist. Es wäre unwahrscheinlich, dass jemand, der am Bau arbeitet, niemals Rückenschmerzen hätte. Oder zum Beispiel, dass ihr Schmerz nicht so anerkannt wird in gewissen Situationen, das muss man auch dazu sagen, unter der Geburt ist es natürlich wieder sehr akzeptiert, dass Frauen Schmerzen haben, das ist auch normal. Das wäre übrigens auch eine Forschungsempfehlung, da greife ich jetzt kurz vor, dass man sich so den Geschlechterunterschied zwischen Männern und Frauen irgendwie vielleicht sich anschaut, wie sie miteinander, also wie es unterschiedlich ist, Männer und Frauen, wie sie Schmerz ausdrücken. Genau. Dann kommen wir schon zum zweiten Punkt, das ist der Schmerzausdruck. Der hat sich in drei Punkte gegliedert, nämlich in den Stoizismus, dann die Zurückhaltung oder Mitteilung des Schmerzes und die Bedeutung des Schmerzes. Beim Stoizismus, da wird so kulturelle Prägung sehr deutlich. Sehr viele Kulturen haben so den Anspruch, dass man das sehr aushalten muss oder es ist so gesellschaftlich erwartet, dass man nicht über den Schmerz redet. Beim Zurückhalten des Schmerzes oder beim Ausdruck, also beim Zurückhalten des Ausdrucks des Schmerzes, dass man nicht was sagt, weil man niemanden verunsichern möchte oder weil man die Familie ja trotzdem versorgen muss oder so. Und was ist jetzt eigentlich die Bedeutung des Schmerzes? Ich hatte einige Kohorten, die haben sich auch mit Krebspatientinnen beschäftigt und die waren auch der Meinung, dass es normal ist, wenn man Krebs hat, dann hat man Schmerz. Und es war ihnen aber auch klar, dass wenn der Schmerz schlimmer wird, dann muss auch der Krebs schlimmer geworden sein. Oder wenn der Schmerz eben weniger geworden ist, dann muss auch der Krebs besser geworden sein. Also sie haben dann so sich selber so mit ihrem Schmerzempfinden auch irgendwie bestätigt. Genau, dann kommen wir eben zum Gesundheitspersonal und der Schmerz der Patienten. Viele Patientinnen haben angegeben, dass sie Schwierigkeiten hatten, ihren Schmerz irgendwie dem Pflegepersonal gegenüber verständlich zu machen. Sie hatten ganz oft das Gefühl, dass Pflegepersonal nicht versteht, wie sehr sie gerade Schmerzen haben oder wie der Schmerz gerade ist. Sie haben oft so gesagt, und dann wird von mir erwartet, dass ich sage, wo der Schmerz genau ist. Und viele Patienten können das einfach nicht so genau angeben, auch wenn uns das als Pflegepersonen einfach total helfen würde, wenn wir genau einfach einschätzen könnten, wo ist der Schmerz jetzt genau und wie tut der Schmerz genau. Aber Patientinnen können das manchmal halt einfach nicht so. Und was auch einige Patienten angegeben haben, war, dass sie mit Vorurteilen konfrontiert waren. Ich hatte zum Beispiel eine Kohorte aus Australien, da waren Aborigines dabei und die haben gesagt, sie würden ihren Schmerz eher nicht so gerne mitteilen, weil sie immer noch mit dem Stereotyp des Drunk Aborigine konfrontiert sind. Und dann sagen sie lieber einfach gar nichts und leiden lieber, bevor es dann das Pflegepersonal ihnen einfach nur nochmal dieses Stereotyp einfach überstülpt. Ein riesengroßer Punkt, den ich finde, wir als Pflegepersonen sehr gut einfach entgegenwirken können, ist der der Sprachbarrieren, weil das hat auch einen direkten Einfluss auf den Outcome von wie die Patienten einfach ihre Therapie einnehmen können oder eben auch nicht, weil sie nicht verstanden haben. Der hängt auch ganz arg zusammen mit dem vorigen Punkt, nämlich mit dem Gesundheitspersonalpunkt. Viele haben sich nicht getraut, noch einmal nachzufragen, weil sie eben Angst hatten, mit einem Stereotyp konfrontiert zu sein. Genau, aber ich finde in einer heutigen Zeit wie heutzutage mit Google-Übersetzer und verschiedenen Tools oder wenn man auch irgendwie die Möglichkeit hat, irgendwelche DolmetscherInnen zu haben, finde ich, kann man denen eigentlich gut entgegenwirken. Genau, und dann kommen wir noch zum letzten Punkt, nämlich dem Umgang mit dem Schmerz. Da war die Familie ein großer Punkt. Die Familie wirkt ganz unterstützend, entlastend. In anderen Ländern ist das Gesundheitssystem ja auch anders aufgebaut oft. Da ist die Familie für das Essen im Krankenhaus zuständig oder fürs Bett überziehen. Das ist natürlich jetzt bei uns in Europa meistens nicht so. Aber trotzdem hat die Familie einfach einen riesen Einfluss auf die Genesung oder vor allem auf die Schmerzlinderung gehabt. Und ein Punkt, der mir überhaupt nicht bewusst war, ist der der Spiritualität. Glaube und Religion gibt sehr vielen Menschen einfach total Halt und schafft es irgendwie, Schmerz zu lindern. Und ich habe mir, also das ist so für mich der Hauptpunkt, was ich mir so mitnehme, dass ich als Pflegeperson, wenn einer Person das hilft, dass ich das auf jeden Fall auch fördere, wenn ihr das hilft. Und dass ich das nicht kleinrede oder irgendwie das als unnötig empfinde, sondern sie einfach bei ihrer Selbsthilfe unterstützen darf eigentlich und nicht irgendwie ihr da in die Quere kommen.
So, dann kommen wir auch schon zu meinen Schlussfolgerungen. Schmerz ist sehr individuell und man darf auf keinen Fall verallgemeinern. Er kann aber sehr wohl soziokulturell geprägt sein. Man darf aber auf keinen Fall von einer Ethnie, von einer Religion oder von irgendwas, von einer Gruppe Menschen auf das Individuum schließen und muss die Person einfach für sich extra anschauen und muss aber schon auch mit einbeziehen, dass sie auch kulturell geprägt ist und vor allem, dass man selber geprägt ist, dass man selber seinen Schmerz vielleicht anders ausdrücken würde und vielleicht das als gerade unangenehm empfindet. Und man muss aber dem Patienten, der Patientin irgendwie anerkennen, dass sie halt den Schmerz gerade so ausdrückt. Genau, und dann komme ich noch zu meiner abschließenden Forschungsempfehlung. Nämlich mich würde auch noch total interessieren, wie sich kulturelle Einflüsse von Pflegepersonen auf die Schmerztherapie von Patientinnen auswirken würde. Ja, danke schön.